Papierstudio hat es uns einfach gemacht. Statt Sensoren und Module einzeln mit einem Mikrocontroller zu verbinden, hat man ein Board entwickelt, das nun schon die gebräuchlichsten Bauteile eingebaut hat. Dieses Lernset ist ein programmierbares Tool speziell für Kinder ab 6 Jahren, das 15 Module und Sensoren wie LEDs, Tasten, ein LCD, einen Fotosensor, einen Tonsensor, einen IR-Empfänger, einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und weitere Bauteile umfasst. Man kann das Board mit zwei verschiedenen Mikroprozessoren, einem ESP32 oder einem Arduino Nano bestücken. Packen wir das gute Stück erstmal aus und bauen es zusammen. In gewohnt ansprechender Form präsentiert sich das Produkt. Ich packe es dann aus, aber es kommen da nicht allzu viele Bauteile zum Vorschein. Die meisten Teile, die sind ja schon werkseitig eingebaut. Nur der ESP32 und die Fernbedienung sowie ein Servomotor und ein paar Kabel und Kleinteile, die habe ich dann auf der Werkbank liegen. Zuerst befreie ich mal die Acrylgrundplatte von der Schutzfolie und setze die Gummifüßchen auf. Diese Grundplatte wird mit 10 Abstandshalter und Schrauben unter das Board geschraubt und ich kann dann mit der Vorstellung beginnen. Die Module und Sensoren sind sehr übersichtlich auf der Platine aufgebaut. In der oberen Reihe sind die Anzeigenmoduls eingebaut. Von links nach rechts eine 8x8 Dot-Matrix, ein LCD 1602 mit Hintergrundbeleuchtung und dann eine vierstellige 7-Segment-Anzeige. Unter dieser Anzeige eine Reihe mit 6 RGB-LEDs WS2812. Dann fangen wir wieder eine Reihe an mit einem Ultraschallsensor, daneben ein Lautsprecher und ein Potti als Lautstärkeregler. Auch ein Fotowiderstand darf auf der Platine nicht fehlen. Die dritte Reihe beginnt mit 4 bunten LEDs, rot, gelb, grün und blau. Ein aktiver Basser sitzt direkt daneben und am Ende ein Soundsensor. In der Bodenreihe sitzen 4 Tasten mit bunten Köpfen, auch wieder rot und gelb und grün und blau. Den DHT11 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den hat man daneben platziert. Auch ein Bewegungsmelder befindet sich daneben. Und zur Steuerung einzelner Vorgänge gibt es dann noch den Infrarotempfänger. Fehlen noch die Pin-Ausgänge der Mikroprozessoren. In der oberen Reihe findet man die Pins für den ESP32 und in der unteren Reihe kann man mit den Pins des Arduino Nano arbeiten. Auf der Platine sind noch Schalter zum Einschalten des LCDs oder zur Einstellung der Versorgungsspannung von 3,3 oder 5 Volt angebracht. Nahe bei den Sensoren sind auch noch die Pins zum Zugriff auf die Bauteile angeordnet. VCC und Ground für die Sensoren wird man aber vermissen.
da diese direkt in das System integriert sind. Allerdings kann man auch externe Sensoren und Module benutzen. Anschlussmöglichkeiten dafür stehen zur Genüge zur Verfügung. Zur Installation der Arduino IDE und der entsprechenden Bibliotheken sollte man sich an das Handbuch halten. Die Information dazu ist so umfassend, dass man darüber wohl ein eigenes Video machen müsste. Und wer dann auch die Scratch-Versuche ausprobieren will, der muss es mit einer geglückten Installation des Kidsblocks versuchen. Auf meinem Computer konnte ich leider das Programm nicht aufspielen und hatte entsprechende Java-Fehler. Beginnen wir mal beim Start und laden uns das erste einfache Projekt auf den ESP32. Eine LED soll blinken. In der IDE, ich benutze die Version 2, stelle ich als erstes mein Board ein, also ein ESP32 STEF-Modul und den COM-Port. In meinem Fall ist das der COM23. Ich lade den Sketch für das Projekt Nummer 1 in die Arduino IDE. Ein DuPont-Kabelende wird mit dem Pin 05 verbunden und der zweite Stecker geht an den NED-Pin Rot. Man beachte, irgendeine Spannungsversorgung muss nicht ausgeführt werden. Alles ist ja schon vorbereitet. Nach dem Hochladen sollte dann die rote LED im Sekundentakt blinken. Und das macht sie ja, also alles ist in Ordnung. Man kann aber auch noch andere LED-Farben auswählen. Das geht ganz einfach durch Umstecken des Kabels auf die anderen Farben. Eine Schaltung für eine Verkehrsampel ist immer ein schönes Beispiel und wird nun hier im Projekt 4 aufgebaut. Nach Prüfung von Board und COM-Port wird der Sketch auf die IDE geladen. Die Pins 25, 26 und 27 werden mit den LEDs Rot, Gelb und Grün verbunden. Ich habe zur Klarheit für meinen Aufbau noch die entsprechenden Kabelfarben benutzt. Nun wird der Sketch auf den ESP32 geladen und ausgeführt. Er startet mit der grünen LED für freie Fahrt, dann blinkt die gelbe LED dreimal und dann kommt das Stopplicht rot. Alles funktioniert so, wie es soll. Das ist nun gut für Projekt 4. Die 7-Segment-Anzeige ist ein Modul zur Anzeige von Zahlen oder zum Beispiel der Uhrzeit. Es können Zahlen von 0 bis 9 und einfache Buchstaben angezeigt werden. In unserem Beispiel läuft ein Programm, das die Zahlen von 0 bis 9999 anzeigt. Aber das wollen wir natürlich nicht ganz durchlaufen lassen. In die Arduino IDE wird der Sketch geladen. Das 7-Segment-Display wird über die Pins SCL und SDA am I²C-Port, an DIO und Clock am 7-Segment-Port angeschlossen. Und das war es auch schon. Der Counter-Sketch wird nun auf den ESP32 hochgeladen. Unser Start beginnt bei 0
und würde bis 9999 laufen und danach wiederholt werden. Wir kürzen das aber etwas ab und starten ab 201 mit einem Schnelldurchlauf bis 1000. Und auch hier haben wir keine Probleme. Beim Projekt 14 benutzen wir den gleichen Aufbau wie bei Projekt 9, werden aber noch drei Tasten mit ESP32-Pins verbinden. Die rote Taste mit 17, die gelbe mit 18 und die grüne Taste mit Pin 19. Der Sketch wird nun in den ESP32 geladen und das Programm startet automatisch. Beim Druck auf die grüne Taste wird um 1 hochgezählt. Und beim Druck auf die gelbe Taste wird 1 abgezogen. Hält man grün oder gelb länger gedrückt, wird der Zähler steigen oder bei gelb wieder sinken. Der Druck auf die rote Taste bringt ein Reset auf die 0. Wir haben ja nun schon einige Experimente durchgeführt und jetzt wird uns etwas warm. Wie warm, können wir auch mit unserer Platine feststellen. Da ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgebaut, mit dem ich die gemessenen Daten auch auf einem I²C LCD darstellen kann. Ich lade also auch hier meinen Sketch zu Projekt 24 hoch in die Arduino IDE. Auf dem Board verbinde ich die I²C-Schnittstelle des Bildschirms mit dem I²C-Port. Nun fehlt nur noch die Auswahl des DHT11. Die geht von Pin 26 zum Stift DHT11. Da ich ja dieses Video in der Hauptsache für das deutschsprachige Publikum entwickle, ändere ich dann auch etwas den Sketch und lade ihn in den ESP32 Microcontroller. Wenn ich nun die Finger auf den DHT11 lege, wird die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ansteigen. Bei der Temperatur geht es etwas langsamer. Nun hole ich die Finger wieder weg und beide Werte werden wieder fallen. Und auch hier fällt der Temperaturwert sehr langsam. Das wird nun das letzte Experiment in diesem Video sein. Aufgebaut wird ein Entfernungsmesser mit einem Ultraschallsensor und der Ausgabe auf einem I²C LCD. Dazu lade ich auch wieder den Sketch in die Arduino IDE. Ändere hier Distance in das deutsche Wort Distanz und schließe die entsprechenden Kabel an. Der Ultraschallsensor wird angeschlossen. Dazu verbinde ich Echo mit Pin 14 und Trigger mit Pin 13 am ESP32. Die I²C-Verbindung geht vom I²C-Port an die entsprechenden Stifte nahe beim LCD. Nach Hochladen des Sketches in den ESP32 startet das Programm automatisch und zeigt mir eine erste Entfernung an. Ich bringe nun ein Hindernis ein, das die Entfernung verkürzen wird. Zum fast ruckelfreien Bewegen habe ich die Platte auf eine helfende Hand montiert. Aus aufnahmetechnischen Gründen
kann ich leider diese Konstellation nicht richtig zeigen. Nachmessungen bei Off-Kamera zeigen ein gutes Messergebnis. Im Tutorial zu diesem Kit sind noch viele weitere interessante Versuche beschrieben. So unter anderem mit der 8x8 Dot-Matrix oder einem Bewegungsmelder. Die interessantesten Experimente werde ich in einem weiteren Video vorstellen. Dann aber auch mit einem anderen Mikrocontroller, einem Arduino Nano. Für dieses Mal bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, Sie sind auch bei einem weiteren Video wieder mit dabei. Als Gruß aus meiner Heimat stelle ich Ihnen heute den Baumwipfelpfad an der Saarschleife vor. Tschüss und Salü aus dem Saarland.